Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Adventure Trails. Und wir sind heute nicht alleine unterwegs, denn wir sind mit Trailroads unterwegs, dem Patrick und der Sabrina. Hi. Und ja, die haben uns eingeladen, sie auf Natur zu begleiten. Wo seid ihr unterwegs gerade? Auf dem Natursteig Sieg. Genau, und ja, die haben den, oder wandern gerade den ganzen Steig ab praktisch. Und wenn ihr mehr von dem Steig sehen wollt, schaut da einfach mal bei denen auf dem Kanal. Der wird nachher hier unten verlinkt. Ja, und wenn ihr uns heute auf einer schönen Wanderung begleiten wollt, dann kommt mit. Auf geht's. Schon der größte Teil, muss ich sagen. Das ging hier wirklich die ganze Zeit nur schleichend bergauf. Das ist ja dann, was ich gesagt habe. Ja. Also kontinuierlich von den Bahnhof. Hallo zusammen, ich bin Sabrina. Und ich bin Patrick vom Kanal Trailroads. Und wir bestreiten eigentlich unsere Tage damit, dass wir Fernwanderwege laufen und die auch filmisch und bildlich festhalten. Das Ganze machen wir eigentlich meistens als Section-Hike, ab und zu auch schon mal als Through-Hike, wie zum Beispiel den Arschsteig, den wir in 4 Tagen durchgelaufen sind. Und wir haben eigentlich noch eine Menge geplant für die nächsten Jahre. Ja, und wir freuen uns immer ganz besonders, wenn wir mit Freunden, Bekannten, anderen YouTubern unterwegs sind. Wie zum Beispiel auch heute Sebastian und Eva vom Kanal Adventure Trails. Das Video solltet ihr gerade gucken, ansonsten wird das totaler Blödsinn, weil ich gerade quatsche. Naja. Wir haben auch für die kommenden Jahre eine Schwedentour geplant, in der wir uns mal ein bisschen die schönen Länder oben in Skandinavien angucken möchten. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, dann abonniert unseren Kanal, drückt auf die Glocke, schreibt doch gerne was in die Kommentare. Macht's gut und bis bald.
glauben. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der Tour angelangt. Ja, die Tour von den beiden Natursteig-Sieg-Profis, die haben gesagt, die Tour war nicht so schön von ihren Wegen her. Das ist jetzt auch die Verlängerung gewesen. Also wenn ihr einen schöneren Teil sehen wollt, schaut mal bei dem zwei in den Videos. Und da werdet ihr sicherlich noch ein paar schönere Teile der Tour sehen. Ansonsten hat man aber eine nette Gesellschaft, hat trotzdem Spaß gemacht, der Weg. Das ist halt schön, wenn man da eine schöne Gesellschaft bei so einem Weg dabei hat. Und wenn ihr ja nichts mehr von den Zweien verpassen wollt, von Trailroads verpassen wollt oder von uns, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss. Ciao. Ciao.